Ja, liebe Freunde der Seitenunterhaltung, ihr seid wieder live dabei bei Let's Play Shadow Hearts. Im Kampf zwischen Rausan und dem guten alten, ja, Yuri. Ja, wie heißt der Helden jetzt noch gleich? Ja, egal. Ich hoffe mal, dass Rausan nicht so ausdauernd ist. Ich werde ja diese Grubenkämpfe auf jeden Fall zu Ende bringen. Ich weiß ja nicht, was hier jetzt noch alles auf mich zukommt. Aber die Gegner sind ja eigentlich nie allzu schwierig, wenn man Amun dabei hat. Ich weiß nicht, ob man hier auch wieder so einen Bonusgegenstand bekommt, wie damals bei... Ja, wo war das denn bei unserer guten... beim guten Meister Shen? Das kann ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, die meisten Sachen, die hier jetzt so stattfinden, habe ich selber nie gesehen. Oder zumindest nicht auf Dauer oder nicht wirklich in Erinnerung. Weil ich wirklich damals nicht alles geschafft habe in dem Spiel. Ich sag mal so, ich habe glaube ich zwei oder drei Steine von den Elementarsteinen erhalten. Und ja, dazu muss ich ja nichts mehr sagen, ne? Wenn ich da wirklich nur so zwei oder drei Steine davon habe, dann kann ich natürlich nicht so weit sein, wie ich jetzt bin. Und ich bin schon wirklich für meines Erachtens schon ziemlich weit gekommen. Auch wenn ich ständig diese Kurzvideos da drin mit hatte. Wofür ich mich nochmal entschuldige, einige fragen sich immer, warum hat der so viele kurze Videos drin? Ja, ihr wisst, ich spiele das nicht über einen Emulator, ich spiele es über eine Konsole, die an meinen Rechner geschlossen ist. Und da kann ich nicht mal eben kurz Save State setzen. Kann ich nicht machen. Wenn ich das machen könnte, dann würde ich auch bis zum Erbrechen aufnehmen. Aber es geht leider nicht. Und deswegen muss ich gucken, dass ich das alles einigermaßen vernünftig hinbekomme. Und auch eben halt aus Zeitgründen, dass ich manchmal wirklich nur so drei schnelle Quick-Videos noch mit reinnehme, damit ich alles nur unterbringen kann, was ich möchte. Es klappt nun mal nicht alles und dadurch muss ich manchmal auch Kurzvideos reinhauen, die den Braten aber auch nicht fett machen. So, das war's für Rausan. Rausan ist geschlagen. Und wir bekommen wieder ordentlich Punkte, aber wieder auch keine Seelen dafür. Wahrscheinlich deswegen, weil wir auch keine brauchen. Wow, gewonnen! Aufgabe 4, klar. Hau mir mal die Aufgaben um die Ohren hier. Ach, die niedlichen Viechlein. Oh, was süß. Oh, wie düd. Tschernobok, komm mal raus. Dann machen wir mal gemeinsam. Dann machen wir mal gemeinsam weg. Offenbarung raus. Will ich nicht mehr draufhauen. Bam, bam, bam. Boom! Nein! Nein! Daneben! Felssturm. So der Level 1 Erdzauber. Oder Level 2 Erdzauber. Ach ja. Ach ja. Ihr seht schon, wie viel Schaden ich davon bekomme. So einen immensen Schaden habe ich schon selten gehabt. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. So weh tut das. Oh je. Na, ich glaube, die haben eine Abreibung verdient. Ich mach's doch auf die harte Tour. Ja, ja. Die haben es nicht anders verdient. Bam, bam. Bam. Ich hatte mich an Chernobyl verwandelt, nicht in Amun. Ja, egal. Oh je, das tut weh. Ihr habt mir einen Bistritz schon nicht wehgetan, ihr komischen Viecher. Dann versuchen sie es jetzt wieder. Naja, egal. Man lernt ja nie aus, nicht? Sagt man ja immer so schön. So. Ab, weg mit euch. Ach ja, jetzt weiß ich, warum ich gerade etwas in der Hand hatte, was ich mir helfen sollte. Ich wollte eigentlich mir so eine Art Stoppuhr mit einpacken, aber weil mich das schon ein bisschen stört, dass ich hier keinen Timer nebenher laufen habe. Oh, ein perfekter Ring mit Chernobok. Sehr schön. Aber ich brauche wieder nur zwei Schläge, da ist das Ding platt. Ja, Freunde. Wie gesagt, es läuft. Ne, es läuft. Es läuft. Wow, gewonnen! Ja, Aufgabe 5, komm. Gib mir meine Aufgaben da. Ich mache sie alle platt. Lass sie kommen. Lass knacken. Ach, du schon wieder. Ach, der Bösewicht. Na komm, du kriegst Amun ins Gesicht. Bei den Viechern bin ich ungern mal so ein übel tu nicht gut und ne, perfektionierter Scherwind. Ja, komm, perfektionierter Scherwind. Du kriegst jetzt perfektionierte Scherwind ins Gesicht. Bam, boom, bam. Und mal gucken, wie viel Schaden er jetzt macht. Oh, er macht immer noch Schaden. Den kennen wir ja noch aus dem Grubenkampf mit Meister Shen. Oder Mr. Shen. Daher kennen wir den ja noch. Zu gut. Wir wissen noch, wie wir uns gegen den gequält haben mit Ifrit. Das ist natürlich nicht an uns vorbeigegangen. So, ein cooler Ring. Bam! Ins Gesicht.
Ah, er ist schon am Schwanken. Das ist schön. Und er hat auch nicht zugeschlagen. Deswegen werden wir jetzt auch definitiv mal eine Terra-Wurzel verwenden. So. Weil das muss sein. Leute, es gibt nämlich, muss ich ganz ehrlich sagen, falls ich hier nicht mehr zukomme, in Rouen eine Tür, die ich tatsächlich im Hotel nicht durchsucht habe. Ist mir auch wieder eingefallen, als ich einmal da drin war. Aber egal. Wieder jemanden geplättet, ohne Erfahrungspunkte zu bekommen. Also für die Gegner hätte ich doch schon gerne Erfahrungspunkte. Was doch ein bisschen arg lästig ist. Wow, gewonnen. Ja, Aufgabe 6. Komm, nur her mit den Aufgaben. Ich liebe Aufgaben. Und was ist diesmal? Ach, wieder so ein Hangman. Na, was schön. Was schön, 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 schön. Den haben wir da auch wieder aus den Socken. Komm, Amun, komm mal raus da. Komm mal raus aus deinem Versteck. Wir greifen mal ein bisschen an. Hauen mal ein paar runter, den Nachtjäger. Bam, bam, bam. Richtig ins Gesicht, komm. Bang, boom. Bang, bam. Jawohl. So muss das sein. Auch jetzt macht er sich wieder schneller. Das kennen wir doch schon. Das ist dieser Typ in Schwarz. Aus dem Waisenhaus. Gegen den wir doch schon beim ersten Mal gekämpft haben. Oh Mann. Oh Mann. Bam, bam. Ins Gesicht und boom, bam. Ja, komm, greif mal an. Oh je, ist das süß. Oh, wie düd. Da muss man doch glatt mal gegenschlagen. So. Bam, boom. Boom, bam. Jawohl, immer schön ins Gesicht. Aua, aua, aua. Und jetzt aber. Zack, zack, zack. Oh nein, doch nicht. Jetzt, bam, bam. Ja, also 250 Schaden machen wir trotzdem. Und wir sind auch irgendwie schneller als er. Obwohl er sich beschleunigt hat. Was mich aber überhaupt nicht stört. Ganz im Gegenteil, das erfreut mich eher. Ach ja, komm. Kannst du noch zweimal so süß zuschießen, bitte? Ins Gesicht. Bam, bam. Boom. Ah, er ist angeschlagen. Er taumelt schon ein bisschen. Aber läuft. Nachtjäger. Ich möchte es nicht so wie beim letzten Mal machen, als ich die Grubenkämpfe fast komplett rausgeschnitten habe. Das möchte ich nicht nochmal haben. Ich möchte sie jetzt komplett drin haben. Das hat schon seine Begründung, warum ich das haben möchte. Weil letztes Mal habe ich noch einen Dialog mit rausgeschnitten, den ihr nicht gesehen habt, als ich das Ganze gemacht habe. Und das soll nicht nochmal passieren. So, wieder 4000 Punkte. Na, Punkte bekommen wir ja nicht wirklich viele. Aber das macht ja auch nichts. Wow, gewonnen. Aufgabe 7. Komm, gib mir Aufgabe 7. Ohne die 7 ist nichts gewesen hier. Wow, wer bist denn du? Ach, dich kenne ich doch. Dich kenne ich doch. Du bist... Nee, der dunkle Richter, den kenne ich noch nicht. Hm. Merkwürdiger Gegner. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich werde mich erstmal heilen. Ich bin mir nicht sicher, was der kann. Weil er sieht dem Yamaraja Erde ähnlich. Ich dachte erst, der ist es auch. Aber er scheint es ja doch nicht zu sein. Merkwürdiger Gegner. Dunkler Richter. Habe ich nie gesehen zuvor. Mal gucken. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Aber er kriegt ordentlich Schaden von mir ins Gesicht. Dunkler Richter. Hm. Und? Er macht aber keinen Schaden. Okay, das ist gut. Wenn er keinen Schaden macht, dann kann ich ihn ordentlich verletzen. Ich habe ihn nicht gesehen. Oder habe ich den mal bekämpft und mir den Namen nicht gemerkt? Auf jeden Fall bricht er schnell zusammen. Merkwürdig. Es wird mir nur noch fehlen, dass die Masken hier kommen. Die Masken in den Gruben kämpfen. Naja. Könnte ja alles passieren. Ist ja alles möglich, nicht? Oh, wer seid ihr denn? Wer seid denn ihr? Gammazotz. Ja, komm. Da wollen wir aber nicht so sein und wollen den mit voller Kraft bekämpfen. Amun? Mach mal ein Ende. Komm, mach mal Ende, komm. Mach mal. Mach mal. Bin voll der gute Dinge, dass du das Ende machst. Okay, ein Trefferende. Egal, mal gucken, was dieses Ende bringt. Und zack. Boom, ihr werdet verpulverisiert hier. Und? 407. Die sind alle platt. Okay, wie es beim nächsten Mal weitergeht, findet ihr bei Let's Play Shadow Hearts Part... nächsten Part raus. Ich weiß nicht genau, welche Menge das, welche Zahl das ist. Deswegen, bis dahin sprach der Raven halt nimmer mehr.